Liebe Gäste, es ist 11.30 Uhr. Baustelle ruht zurzeit. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu unserem heutigen Richtfest. Nochmals, kommen Sie bitte ein bisschen nach vorne, wenn es geht. Weil zunächst spielt die Musik hier drin und später dann an anderer Stelle. Dankeschön. Ja, liebe Gäste, liebe Frau Oberbürgermeisterin, liebe Nachbarschaft, liebe Vertreter von Baufirmen und Handwerksbetrieben, liebe Planer, Ingenieure und Architekten, liebe Mitglieder des Aufsichtsrats der GBS mit dem Vorsitzenden Walter Feindinger, liebe Belegschaft, ehemalige und Freunde der GBS, liebe Frau Jäger, Herr Mückhein, den habe ich jetzt noch nicht gesehen, ist noch nicht da, aber der Herr Weiß ist da, lieber Herr Weiß, liebe Vertreter der Presse, ein herzliches Willkommen zum heutigen Richtfest am Langen Steinweg. Vor 6 Monaten ungefähr standen wir auf der anderen Seite dieses Geländes, drüben im Garagenhof, und haben Spatenstich gefeiert. Vor 6 Monaten schauten wir hier noch auf eine Grube und es war nichts von einem Haus zu sehen, sondern die Bodenplatte war in Vorbereitung. Man konnte seinen Blick schweifen lassen vom Langen Steinweg zum Wasserturm, was ein sehr, sehr schönes Blickerlebnis war, aber es war nur begrenzt, denn heute steht hier an dieser Stelle doch tatsächlich nach kurzer Zeit dieses Gebäude, dieses stattliche Haus, worauf wir sehr, sehr stolz sind, dass das in dieser Zeit so schnell gelungen ist. Beim Richtfest spielt der Bauherr traditionell nicht die erste Geige, das freut vielleicht die Architekten, sondern es geht darum, den Richtspruch zu verkünden und das Gebäude auf den Weg, mit auf den Weg zu geben. Und das macht der Herr Kress. Der Herr Kress ist Zimmerermeister, der nachher vom Gerüst aus oben den Richtspruch verkünden wird. Und dazu müssen wir dann nach meiner kleinen Ansprache und einem Grußwort von Frau Oberbürgermeisterin Zeiler rausgehen, bitte alle aus dem Gebäude raus, nicht in den Keller gehen, sondern nur aus dem Gebäude raus. Ja, muss man dazu sagen, wir sind auf einer Baustelle, auch nicht nach oben gehen bitte, sondern nur rausgehen und dann auf den Spielplatz treten. Da haben wir den Bauzaun geöffnet und von dort aus kann man wunderbar dem Richtspruch dann lauschen und der Zeremonie beiwohnen. Danach würden wir Sie gerne einladen zu einem kleinen Imbiss. Dieser Imbiss befindet sich hier in der Wohnung ganz von mir aus links, von Ihnen aus rechts. Auf der rechten Seite haben wir ein bisschen was aufgebaut. Es wäre schön, wenn Sie nachher noch unsere Gäste wären. Ja, deswegen bleibt mir heute als Bauherr, als Bauherrenvertreter quasi nur Ihnen zu danken, allen am Bau Beteiligten zu danken, den Nachbarn zu danken. Den einen danke ich, wie gesagt, für die sehr gute Arbeit, die in kürzester Zeit sicher und unfallfrei geleistet wurde. Den anderen, den Nachbarn, für ihre Geduld, für ihr Verständnis, für Lärm, für den Staub, für die Unannehmlichkeiten, die diese Baustelle natürlich auch mit sich gebracht hat für Sie. Hervorheben möchte ich das Team von ADS mit dem Chef Markus Fritz, den habe ich gesehen. Der steht da irgendwo, genau, der winkt. Ja, der uns mit dem Herrn Brecht, der ist heute leider nicht da, aber mit dem sehr umtriebigen und unglaublich sagenhaften Bauleiter, Herr Lange, sehr, sehr gut in dieser Phase des Baus begleitet. Herr Lange, wo sind Sie? Genau, er hat das Glas schon in der Hand, also ohne den Herrn Lange. Der Herr Lange ist der Baustellenmanager, das muss man einfach sagen, der hat die Sache hier im Griff und in der Hand. Und wir sind froh, dass wir ihn haben. Erwähnt werden muss an dieser Stelle natürlich auch die Baufirma Amberg. Der Herr Amberg ist auch da. Irgendwo da hinten steht er. Genau, Herr Amberg, herzlich willkommen. Die ebenfalls einen tollen Job gemacht haben und den Rohbau in Windeseile wirklich hochgezogen haben. Zuerst bei Traumwetter und dann unter englischen Bedingungen. Kann man nicht anders sagen. Also so viel Regen, wie in den letzten 2 Monaten hier noch in den Bau gefallen ist, das hat schon Seltenheitswert. Ja, und Die Baufirma ist hier natürlich mit vielen Mitarbeitern vertreten gewesen, aber ganz besonders gilt der Dank dem Polier. Der Polier ist immer derjenige, der auf der Baustelle das Sagen hat. Und der Polier ist der Herr, und ich habe es an die Wand geschrieben, dort wo die Fragemann steht, weil der Name ist für mich ein schwierig. Das ist der Herr Czüstic. Wo ist er? Ja, genau, der Mann da hinten mit dem Helm winkt ganz. Ich hoffe, ich habe den Namen halbwegs richtig ausgesprochen. Herzlichen Dank auch Ihnen. Ja, dann möchte ich mich natürlich noch bei den vielen Fachplanern bedanken, insbesondere den Planern von Schlör und Fass, der Firma Merz, dem Statikbüro Dr. Ketterer. Dr. Ketterer ist auch heute hier. Mittlerweile ist auch der Herr Mückhein eingetroffen. Hallo, Herr Mückhein. Den Stadtwerken Speyer und der Stadt Speyer natürlich für die Unterstützung unseres Bauvorhabens.
Und vor allem der Fensterbaufirma Löffel, die uns extra zu diesem Termin heute noch ganz schnell Fenster eingebaut haben, sodass wir heute relativ wettergeschützt, obwohl man das jetzt heute mal nicht braucht, ziemlich mal jetzt über die Mittagszeit, hier feiern können. Ja, bisher lief alles wie geschmiert, wie man auf der Baustelle sagt, und wir sind sehr gut in Zeit und auch Gott sei Dank gut im Kostenplan. Und ich hoffe, dass das auch so bleibt und dass wir diese Baustelle ohne besondere schwere Vorkommnisse oder Unfälle da abschließen können. Herzlichen Dank an Sie alle, die Sie mit dem Bauvorhaben beschäftigt waren. Ein großer Dank auch an das Team der GBS, auch heute nochmal für die Vorbereitung dieser kleinen Feier. Und auch wenn es rustikal daherkommt, das macht immer viel Arbeit, aber wir machen es gern, weil wir auch froh sind, dass wir dieses Gebäude in Angriff nehmen konnten, und das müssen wir auch ein bisschen feiern. Ja, ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit den weiteren Gewerken. Der Tom Kleinbühl hat schon begonnen mit den ersten Latten, die heute auf die Gauben kommen, also das geht gleich weiter. Ich freue mich darauf und ich kann es kaum erwarten, dass das Haus bezugsfertig ist, denn es wird ein Stück Heimat sein, ein Stück Heimat für unsere Mitglieder werden, und darauf sind wir stolz und darauf freuen wir uns. Ich glaube, Oliver, das kann ich auch in unser beider Namen durchaus so sagen. Ja, herzlichen Dank für Ihre kurze Aufmerksamkeit, und ich darf jetzt gleich, bevor Sie alle rausgehen, das Wort oder das Mikrofon weitergeben an unsere Oberbürgermeisterin, die sich sehr freut, dass sie trotz vollem Terminplan heute hier bei uns ist und sich die Zeit genommen hat. Das freut uns wirklich sehr. Herzlichen Dank, Frau Seiler. Die Frau Seiler, ihr macht ihr Grußwort, und danach würde ich Sie dann alle bitten, aus dem Haus auszutreten, zum Richtung zu kommen. So, nein, die Zeit bleibt. Herzlichen Dank. Ja, vielen, vielen Dank, sehr geehrter Herr Reif, lieber Herr Pastor, sehr geehrte Mitwirkende am Bauprojekt Langensteiner Weg, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, ich freue mich auch außerordentlich, heute dabei sein zu dürfen. Herr Reif hat es schon erwähnt, es soll Heimat werden. Wir haben es betitelt als Mehrgenerationenprojekt Langensteiner Weg. Und nach dem Spatenstich im Juli letzten Jahres, heute tatsächlich direkt der Rohbau. Also trotz aller Widrigkeiten, die so über die Presse auch laufen, und wir wissen natürlich, dass insbesondere Neubautätigkeiten, und in dem Zusammenhang darf ich den Geschäftsführer der GEWO ganz, ganz herzlich begrüßen, Herr Haneder, der davon auch ein Liedchen singen könnte, was Finanzierung betrifft und eben auch Firmen zu akquirieren. Umso mehr ist es immer toll, dass es auch gelingen kann. Also Vorbildfunktion für alle anderen, die vielleicht noch damit hadern, Bauanträge im Moment einzureichen. Mit Eigenmitteln, aber eben auch mit der Förderung von der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz entsteht hier Wohnraum mit bezahlbaren Preisen. Also genau jene Wohnraum, den wir so dringend in unserer Stadt Speyer benötigen. Und ich darf mich an dieser Stelle auch nochmal ganz, ganz herzlich bei allen Mitgliedern der Baugenossenschaft bedanken, auch dem Aufsichtsrat, stellvertretend bei Walter Feineller. Es ist natürlich Ihnen, es ist euch als Baugenossen eben auch ins Handbuch geschrieben, in die, ich würde es immer Fibel nennen, der Baugenossinnen und Baugenossen, eben genau darauf zu achten, dass weiterhin bezahlbarer Wohnraum entsteht. Ja, und es entsteht nicht nur Wohnraum, sondern damit ja auch, ich formuliere es ein bisschen salopp, Leben in die Bude kommt, dann hoffentlich ab dem nächsten Jahr haben Sie hier noch einiges mehr vor. Nämlich hier soll auch gemeinschaftlicher Treffpunkt entstehen für dieses Quartier, und auch da dürfen wir Ihnen nur gratulieren zu dieser Entscheidung. Wir freuen uns sehr. Ich lade uns jetzt einfach mal selbst für die folgende Veranstaltung hier ein, wenn wir dann auch gemeinsam die Räumlichkeiten in Beschlag nehmen dürfen und dann auch mit Leben erfüllen können. Ich glaube, wir freuen uns alle sehr darauf, die eine oder andere strahlt schon, wenn sie daran denkt, was gemeinsam hier miteinander auch besprochen werden kann. Mein großer Dank, ich habe es schon erwähnt, gilt Ihnen allen, allen beteiligten Firmen, allen voran der Baugenossenschaft. Und ja, wir werden hoffentlich noch weitere Tätigkeiten in unserer Stadt gemeinsam begehen. Der eine oder andere Termin ist auch schon gesetzt für dieses Jahr. Aber wir wissen natürlich auch, all jene Vertreterinnen und Vertreter, die heute aus der Politik da sind,
wie wichtig es eben ist, dass wir den Blick dafür haben, dass Neubauprojekte, aber eben auch Sanierung ja, geschehen kann und das eben auch für Mietpreise, wo jeder und jede seinen Platz in unserer wunderbaren Stadt dann auch findet. Ich schließe mich den Wünschen an. Ich wünsche Ihnen allen erstmal noch gutes neues Jahr für all jene, die ich bisher noch nicht gesehen hatte. Ja, der Januar neigt sich dem Ende zu, aber noch kann man sagen. Ich wünsche Ihnen allen Gesundheit, Optimismus für dieses Jahr und für alle beteiligten Unternehmen, Handwerkerinnen und Handwerker noch gutes Gelingen und ganz, ganz viel Erfolg bei dem Neubauprojekt. Und ich habe schon erwähnt, wir freuen uns hier dann auch über die Einladung, wenn wir die erste Wohnung gemeinsam begehen können. Vielen, vielen Dank von unserer Seite. Viele lange Wochen in Mühe und Fleiß gehörten zum Werden vollbringen. Solch eines Bauwerks, manch Tröpflein Schweiß, forderte sein Gelingen. Nun sehen wir, gar froh bewegt, das Werk ist geglückt, vollendet, verbunden, verankert und festgelegt und die Arbeit glücklich beendet. Der Richtbau grüßt vom Giebel herab und lädt uns zu Feier und Schmaus. Nach altem, zünftigen Brauch, der Zimmermann weiht das Haus. Glück möge die Bauherren begleiten, beschützen vor Unfall und Leid, vor Brand und stürmischen Zeiten, vor Ärger, Krankheit und Streit. Des Künstlers, der den Plan gemacht, der Meister, die ihn ausgeführt, mit Dank sei hier an Sie gedacht, ich ehre Sie, wie sich's gebührt. Auch den Herr Lange möchte ich nicht vergessen. Er stellt sein Mann wie jeder, das zeigt er uns nachher beim Essen, da zieht er gewaltig vom Leder. Wohlauf, liebe Freund, die Rede ist aus, heute seht ihr den Zimmermann stolz, erweiht euch zünftig das neue Haus, jetzt lobt er auch noch sein Holz. Holz, Holz, Holz her. Zum Wohl. Das Schmetterglas im Grunde, geweiht sei dieses Haus zur Stunde. Ach, schade.